ist Ranja und heute machen wir uns auf die Mission und hören uns die besten Minecraft-Songs an, die jemals gemacht wurden. Angeblich jedenfalls, also das sagt das Video. Das ist jetzt nicht meine Aussage, wir werden das nachher herausfinden. Ich habe nie wirklich was von den ganzen Minecraft-Songs mitgekriegt. Ich habe mir mal die Kommentare durchgelesen und alles war so, oh, meine Kindheit, dies, das. Ich bin eigentlich im gleichen Alter geboren wie die Leute in den Kommentaren, aber ich war halt nie so in der Minecraft-Szene drin. Deswegen ist das alles neu für mich und ich würde mir das super gerne mal angucken. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum meine Haare und alles so komisch aussehen, die sind noch nass. Ich bin aus der Dusche gerade rausgekommen. Okay, dann würde ich sagen, ich verlinke euch übrigens das Originalvideo in der Videobeschreibung. Das heißt, falls ihr das selber angucken möchtet, ohne mein Geblabber drüber, dann könnt ihr das unten im Link tun. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht auf meinen Community-Discord. Ich habe jetzt einen Community-Discord und da bin ich ab und zu drauf und rede mit euch oder schreibe mit euch oder keine Ahnung was. Oder falls ihr mir irgendwelche Bilder schicken wollt oder Ideen für Videos habt oder keine Ahnung, Fragen habt, alles da rein und dann können wir da ein bisschen chillen. Also falls ihr da Lust drauf habt, in der Videobeschreibung ist auch ein Link dafür. Okay, die Lieder sind übrigens im Englisch. Also nicht wundern. Also nicht wundern, der Text ist in Englisch, steht aber als Untertitel scheinbar bei dem Lied dabei. Ich weiß nicht, ob das bei allen Liedern so ist. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt oder ob das in eurer Zeit überhaupt noch ist, aber damals, als ich ganz, ganz früher mit meinem Bruder mal Minecraft gespielt habe, gab es dieses Herobrine-Gerücht und alle waren so, oh mein Gott, und es war gefährlich, weil sie ja am Anfang gesagt haben, so, er hat diese leuchtenden Augen und sowas und das ist ja eine Reference dazu. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das für euch noch ein Ding ist. Also, ich habe da gar keine Ahnung. Ich habe jedenfalls nichts mehr dazu mitgekriegt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr das noch kennt oder ob das eine alte Leute-Sache ist. Das hatten wir schon. Aber ich weiß, dass die Minecraft-Developer jedes Mal in die Patch-Notes geschrieben haben, ja, wir haben Herobrine removed, damit die Kinder keine Angst mehr haben. Aber es gab die Gerüchte. Das war, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum man davor Angst haben soll. Es ist einfach nur ein Steve mit leuchtenden Augen. Aber irgendwie, wenn man jung ist, dann denkt man sich, huh. Die Animation, okay, kurze. Die Animation ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, ich meine, selbst, dass das Ding so leuchtet und wie der Iron Golem, der gerade so gegen die Wand gebatscht hat. Hut ab, wer auch immer das gemacht hat. Not bad. Blitzen. Auch mit den Dings, Partikeln, die da gerade rausgesprüht sind. Es sieht alles so gut animiert aus. Ich meine, ohne Mist, wie lange muss das dauern? Ich meine, das Lied ist jetzt, schätze ich mal, so 3 Minuten lang. Wie lange dauert das denn, das zu animieren? Doch locker ewig. Das würde mich mal interessieren. Der Text ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Text wirklich insane, super kreativ, krass ist. Weil es wiederholt sich jetzt auch viel, also jedenfalls hier in dem Teil. Klar, das ist der Refrain. Aber es gibt irgendwie 2 Refrains, weil das Through the Night singen sie ja auch öfter. Aber per se würde ich sagen, alles in allem kein schlechtes Lied. Ich guck mal, ob da noch was kommt. Also ich muss sagen, ich genieße gerade einfach die Animation. Es geht mir weniger um das Lied selber. Und ich meine, falls es ein Originallied dazu gibt, ich kenne das nicht. Deswegen wirkt es für mich mehr original. Ich weiß, dass viele von diesen Minecraft-Songs richtige Lieder nehmen, so Poplieder, und dann halt anderen Text drüber legen. Aber hier kenne ich das Originallied nicht. Das heißt, es kann auch sein, dass die Person das komplett alleine gemacht hat. Das wäre insane. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer die weiße Person sein soll. Also ich weiß nicht, auf wen das referenced. Die einzige
Anspielung, die ich verstanden habe, ist, dass er Hero Brian ist. Aber ich weiß auch nicht, warum der jetzt ein zweiter Dude mit leuchtenden Augen ist. Das geht mir ab. Vielleicht bin ich einfach nicht vertraut genug mit der Minecraft-Historie. Wahrscheinlich. Aber es sieht nice aus. Das hat irgendwie was Dragon Balliges. Also die Endszene, wo die so diese Strahle dagegen haben, das ist wie quasi in gefühlt jedem Dragon Ball Fight, wenn jeder so sein, keine Ahnung, Dings, Licht-Energie-Ding pusht und die sich dann in der Mitte treffen und dann so dieser große Ball kommt mit, die treffen aufeinander und sind voll stark und da. Ich weiß nicht, ich mag sowas, deswegen Props. Also ich finde sie gut. Ich würde sagen, wenn ich eine Punktzahl geben müsste, man will natürlich nicht 10 von 10 geben, weil es soll ja auch noch Potenzial nach oben geben. Deswegen gebe ich mal 8 von 10. 8 von 10. Übrigens, falls ihr damit nicht übereinstimmt oder sagt, nee, das ist eigentlich ganz klar eine 10 oder Ronja, was erzählst du, das ist eine 3, dann lasst mich das gerne wissen. Wir können da ein bisschen in den Kommentaren diskutieren und gucken, wer... welches von den... Ich glaube, 3 Lieder sind das jetzt. Welches von den 3 Liedern das Beste ist? Es wird... mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Okay, nächstes Lied. Okay, da kenne ich das Originallied. Ich glaube, das erste hat auch ein Originallied. Das sieht aus wie mein Skin. Oder? Also, nicht von vorne, aber von hinten eben, der Shot. Guck, wie siehst du, sie hat einen Dirtblock auf ihrem Pulli. Okay, das ist so ein Freundschaftslied. Es ist auch alles immer so gut animiert. Wie viel Zeit und Talent die Leute da reinstecken. Oh, die stehen wieder auf. Jetzt hören wir die Pfeile so einen Pfeil durch den Kopf haben. Obwohl man am Anfang sagen muss, die haben das ja so ein bisschen gelipsynkt von wie sie singt und wie das Mädchen redet. Oh nein, hat das Skelett sie abgeschossen. Oh. Oh. Krasser Springer. Und der hat 2 Spitzhacken. Einfach in jeder Hand eine. Der ist da in was dran. Was dann? Okay, der jetzt die Monster. Nice. Der rennt weg. Er sieht das Diamantschwert. So, nope. Ich bin raus. Oh. Aber sie überlebt scheinbar den Pfeil im Herzen. Und er hat ihr die Diamanten gebracht. Oh. Also ich fand es sehr cute. Ich fand so die kleine Geschichte, die es erzählt hat. Kätzchen. Hörst du das? Ich fand die Geschichte, die es erzählt hat, mega süß, dass er dann am Ende noch die Diamanten für sie geholt hat und so mit dem Schwert die Monster bekämpft hat, die sie abgeschossen haben. Irgendwie voll süß. Es ist so ein... keine Ahnung. Es ist nicht schlecht gemacht. Ich gebe eine 7 von 10. Okay, letztes Lied. Das ist original offensichtlich dieses 7 Years, steht ja auch da. Da muss ich sagen, gefällt das Originallied nicht allzu sehr. Ich habe das viel zu oft gehört und es geht mir ein bisschen auf den Keks. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine schlechtere Wertung gebe, dann... Okay, nee. Die Stimme ist viel besser. Ich mag die Originalsängerstimme nicht gern. Das, glaube ich, ist mein Problem. Aber das ist fein. Das ist alles okay. Okay, also wer will Gold finden? Okay. Wir haben ein schweres Leben. Oh.
ever rich and some just starve to keep the steady figure. Once I was dreaming about gold. Oh. Also er will Gold für sein Dorf finden, damit die nicht mehr arm sind und nicht mehr hungern quasi und einmal ein Leben in Reichtum haben. I knew about the mine of all the dangers against me. So I started crafting swords, prepared to fight these zombies. And all that is so shiny will always motivate me. Es ist, ich finde, es ist super selten, dass man irgendwie Gold zum Beispiel hat, weil Gold jetzt ja, normalerweise ist das Minecraft-Ding ja, oh, wir finden Diamanten. Und hier ist so, ja, wir wollen Gold finden. Das ist mein Traum. Ich habe mir jetzt extra ein Schwert gemacht. Ich mache mich auf die aufs Abenteuer. Ich gehe in die Mine. Ich weiß, es ist gefährlich. Und es ist irgendwie, es ist voll cute. Das ist vom Storytelling am besten, würde ich behaupten. Da bist du richtig im Setting drin. No. Der rechts findet's nicht gut. Der rechts findet's gar nicht gut. Es ist so cute. Es ist auch nicht immer dieses, oh, ich habe ein Diamantschwert, ich bin voll ausgerüstet, ich habe enchanted Rüstung, ich bin voll das Biest, ich mache alle kaputt. Es ist mehr so, er ist mutig und er traut sich was für sein Dorf und er hat, keine Ahnung, ein Holzschwert und eine Pickaxe oder sowas, aber er versucht es trotzdem. Es ist voll cute. Und es ist gut animiert, also die sind ja alle gut animiert. Ich habe das Gefühl, das muss ich gar nicht mehr dazu sagen. Es ist einfach nur, keine Ahnung, wie man sowas macht, ganz ehrlich. Respekt an alle, die das können. Das ist insane. Er hat's geschafft, er hat Gold gefunden. Oh, er hat sein Kart dabei. Und er bringt so die ganzen Mineralien wieder nach oben. Sorry, ich musste kurz mein Kätzchen herholen, weil die ist nur am Pöbeln gewesen und wollte irgendwo rein, was sie nicht rein soll. Okay, wir gucken weiter. Time to build up a new life. Brother is excited to see me. Er hat seinen Bruder wieder, hat's geschafft. War ganz erfolgreich. These tracks that I left behind may be rich. I feel worried soon we'll be trading this gold. Er will sein Dorf aufbauen und will da Sicherheitswände und sowas. Sicherheitswände. Hinbauen und das alles schön ist. Oh, es ist irgendwie voll cute. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob er das noch träumt, weil er sagt, ja, soon, also bald. Leider drauf. Warum klauen sie? Oh, die Monster haben die Basis gestürmt und er sagt, die klauen das Gold und die ganzen Sachen. Und er hat nicht die krassen die ganzen krassen Waffen. Okay, er sagt, er kann sein Dorf nicht davor retten oder davor schützen und die klauen jetzt das Gold. Und es tut ihm leid, dass er das nicht. Oh! Das ist voll sad! Sein ganzes Dorf! Ich find's schön, wie aggressiv das auf YouTube immer diese nächste Video-Werbung ist, aber das ist einfach mittendrin und groß. Ich sehe gar nichts mehr von dem Video. Danke für nichts! Mann! Ich muss sagen, ich fand das letzte, glaube ich, am besten. Es war voll süß. Das ist irgendwie so, hast du die Geschichte. Ich glaube, ich gebe dem letzten 9 von 10. Falls ihr mit der ganzen Wertung übereinstimmt oder nicht, wie gesagt, schreibt mir einen Kommentar, was ihr denkt. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu hier seid, dann abonniert doch den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, aber nicht neu hier seid, dann abonniert doch den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis morgen. Ciao.